Einen schönen guten Morgen. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer heutigen Pressekonferenz, bei der wir den Beschlussantrag zum eigenen Landesenergiegesetz vorstellen. Es ist ein Antrag, den wir diese Woche im Südtiroler Landtag behandeln. Es geht uns Freiheitlichen darum, dass wir sagen, ein zukunftsorientiertes Energiegesetz soll gemeinsam im Landtag mit den zuständigen Institutionen, das heißt mit dem Gesetzgebungsausschuss, aber auch mit Einbindung der verschiedenen Interessensvertretern, das heißt die großen Konzessionäre, die kleinen Konzessionäre der Wasserableitungen, sowie auch der verschiedenen Stakeholder, was die erneuerbaren Energien anbelangt. Und wir haben in unserem Land und vom Autonomiestatut eigentlich schon seit Jahrzehnten die Verpflichtung und den Auftrag, ein eigenes Landesenergiegesetz zu verabschieden, das vor allem in Artikel 13 im Autonomiestatut sagt, wie die großen Konzessionen für die großen Wasserableitungen geregelt werden soll. Das ist ein Versäumnis, das wir seit Jahrzehnten sozusagen mitschleifen. Es hat vor mittlerweile über 10 Jahren einen Versuch gegeben, den die Südtiroler Volkspartei und Landesregierung, die damalige, gestartet hat. Das endete damals in einem Fiasko, im sogenannten Sellskandal, der natürlich die politische Bühne erschütterte, aber auch das Thema irgendwie zum Erliegen brachte. Kompatscher ist vor 10 Jahren angetreten und hat gesagt, er will ein neues Energiegesetz auf den Weg bringen. Passiert ist seitdem gar nichts. Und wir sagen jetzt, dass wir nicht als Freiheitliche allein die Weisheit gepachtet hätten, sondern wir sagen, alle sollen gemeinsam an diesem Thema arbeiten und das beste Modell für Südtirol ausarbeiten, denn es geht darum, dass wir wirklich so breit wie möglich uns aufstellen, aufbauend auf diesem Hinweis und auf diesem Artikel im Autonomiestatut, aber es geht da viel weiter darüber hinaus und es geht um insgesamt 3 Ebenen, die gleich wichtig sind für unseren Geschmack und das ist einmal die ganze Preispolitik, die natürlich in den letzten Monaten jeder Haushalt, jeder Private zu spüren bekommen hat, dass wir sagen, wir möchten natürlich bezahlbare, leistbare Energiepreise haben. Das ist einmal der soziale Aspekt, dann aber natürlich der Umweltaspekt. Alles, was wir an erneuerbaren Energien nutzen können, müssen wir auch nutzen. Und hier hinken wir als Land Südtirol ja wahnsinnig hinterher, auch anderen italienischen Regionen übrigens hinterher, vor allem was Photovoltaik anbelangt, was auch die Windkraft anbelangt, was auch die Nutzung der kleineren Ableitungen anbelangt. Hier könnten wir noch sehr, sehr viel tun, auch was die Umwandlung von Biomasse anbelangt, die Umwandlung in Biogas, aber auch in Dünger, wo wir einen totalen regionalen Kreislauf machen könnten und hier leider noch nicht in einem Feld mitspielen, das irgendwo relevant ist. Und die 3. Ebene ist die Selbstversorgung, wo wir ja auch in den letzten 1,5 Jahren und besonders seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs ja auch mitbekommen haben, wie wichtig es ist, sich selbst versorgen zu können und nicht abhängig sein zu müssen von internationalen Entwicklungen und auch von großen Konzernen. Denn dass die Energiepreise in Südtirol so hoch sind, hat ja nichts damit zu tun, dass unsere Energieerzeugung teurer geworden wäre, sondern das sind eben die Auswirkungen der internationalen Behörden. Und wir haben es in den letzten Jahren auch im Landtag geschafft, hier doch eine bestimmte Sensibilität zu wecken. Es war unser Beschlussantrag zur Energieautonomie, der einstimmig angenommen worden ist. Und das war ja die Basis, worauf die Landesregierung dann auch diese Gutachten in Auftrag gegeben hat, inwieweit Südtirol eine eigene Regulierungsbehörde machen kann, inwieweit wir Möglichkeiten haben, auch direkt auf die Preisgestaltung einzunehmen. Und wir haben auch im zuständigen Gesetzgebungsausschuss einige Anhörungen dazu gemacht, wo wir Vertreter des Parlaments, Vertreter der verschiedenen Energieverbände auch da hatten. Und es ist natürlich eine komplexe Materie, die aber umso wichtiger, ist es, dass wir hier inhaltlich gut und wirklich umfassend arbeiten, um ein zeitgemäßes, enkeltaugliches Energiegesetz
auf den Weg zu bringen. Und ich weiß schon, dass es vielleicht im Wahljahr, das tut mir auch ein bisschen leid, ich merke ja schon, wie die Beschlussanträge und wie so ein bisschen die Positionen der einzelnen Abgeordneten und Parteien inzwischen sind, dass es, man hat den Eindruck, dass es nicht immer um Inhalte geht, sondern vor allem um Nebelkerzen, sei es der Opposition als auch der Regierung. Die einen, die halt irgendwelche Zuckerlein austeilen und die anderen, die etwas fordern. Ich habe es vorher bereits in einem Interview gesagt, rein wählertechnisch und im Wahlkampfmodus wäre es natürlich einfacher zu sagen, wir fordern, dass die Energiepreise um die Hälfte, die Strompreise um die Hälfte gekürzt werden. Wäre so ein typischer Antrag der Opposition vor den Wahlen. Ich halte davon gar nichts, weil ich vielleicht ein bisschen zu Inhalte verliebt bin, weil wir uns damit eben sowohl eine Bevölkerung als auch eine Medienlandschaft erziehen, die an der Oberfläche kratzt und nicht das behandelt, um das es eigentlich geht. Denn ich glaube, ich habe immer noch die naive Vorstellung, dass die Politik dazu da sein soll, zu arbeiten und sich inhaltlich damit auseinanderzusetzen, was ich in diesem Land effektiv verbessern kann zum Wohle aller. Und das ist ein Vorstoß, den wir hier bringen, wo wir alle dazu einladen, alle anderen Fraktionen im Landtag zu sagen, arbeiten wir gemeinsam an einem Landesenergiegesetz, auch wenn wir es wahrscheinlich nicht bis Ende dieser Legislatur schaffen werden, ein solches Gesetz zu verabschieden. Aber wir haben jetzt noch ganze 5 Monate, die man entweder mit Arbeit verbringen kann oder mit dem Zünden von Nebelkerzen. Also es liegt dann an jedem selber, was er sich gerne entscheidet. Es muss meines Erachtens eine Vorarbeit sein, die auch die Abgeordneten, die dann im Oktober gewählt werden in den Landtag, die darauf aufbauen können und wirklich auf einer Grundlage Verantwortung im Energiesektor für dieses Land übernehmen können. Ja, danke, Andreas. Diese 3 Ebenen, die du angesprochen hast, dazu braucht Südtirol vor allem, glaube ich, in der Energiepolitik mutige Schritte, keine halbherzigen Lösungen mehr, wie wir sie in der Vergangenheit gesehen haben, und auch aus unserer Sicht keine Hilfszahlungen mehr. Das Ziel muss sein, dass der in Südtirol produzierte Strom für alle Bürger leistbar bleibt und auch im Falle von Krisen, wie wir sie jetzt natürlich ausschlaggebend durch den Angriffskrieg auf die Ukraine erlebt haben, Preisstabilität garantiert werden kann. Und dazu ist es Voraussetzung, dass Südtirol natürlich autonom handeln kann. Und Andreas hat es bereits richtig angesprochen, dazu bietet uns der Artikel 13 des Autonomiestatuts das richtige Werkzeug. Der erste Schritt dazu ist, die Autonomie endlich mit Leben zu füllen, dort wo wir auch die Möglichkeiten haben. Die Werkzeuge, die uns vom Autonomiestatut geboten werden, auch zu nutzen und ein eigenes Gesetz auf den Weg zu bringen, das alle Bürger von der lokalen Stromproduktion profitieren lässt. Unterm Strich, neben Nachhaltigkeit, glaube ich, ist auch das ein wesentlicher Faktor, der seit Monaten den Menschen unter den Nägeln brennt. Ich meine, wir kennen die Themen alle und wir kennen auch die Zuschriften und die Klagen, die von Seiten der Bürger kommen, von allen Schichten, also von einfachen Familien bis zu größeren Unternehmen. Es betrifft alle und deswegen ist es höchst an der Zeit, dass wir hier diese Vorgangsweise wählen. Wir kennen es auch, würden wir ein Gesetz ausarbeiten, wie es uns vielleicht einige Experten auch, wären uns vielleicht auch behilflich, dann weiß man, dass es abgelehnt wird. Das ist ein Vorschlag, wo alle sich an einen Tisch setzen, dass auch alle Experten, Stakeholder, Interessensgruppierungen und so weiter daran teilnehmen und dass wirklich für die Zukunft ein umfangreiches, umfassendes eigenes Landesenergiegesetz endlich ausgearbeitet wird. Und wenn Sie ein bisschen in den Archiven stöbern, dann stellen Sie ja fest, dass Kompatscher selbst damit geworben hat, aber nichts diesbezüglich unternommen hat. Folgedessen, dieser Vorschlag wird diese Woche zur Abstimmung kommen und wir hoffen natürlich für die Menschen in diesem Lande, dass die Mehrheit diesen Beschlussantrag auch gutheißen möge.
Ganz genau. Und abschließend vielleicht noch, um das Thema abzurunden. Es ist auch wichtig, mit diesem Beschlussantrag darauf hinzuweisen und noch einmal darzustellen, dass nicht Rom daran schuld ist, wie unsere Energiepolitik auszusehen hat, sondern wir sehr, sehr viele Bereiche haben, wo wir autonom längst Entscheidungen und Rahmenbedingungen verabschieden könnten, autonom als Südtiroler Landtag. Und deshalb ist hier auch der zentrale Ort, wo es um die Energie gehen muss und nicht in der Landesregierung oder irgendwo in irgendwelchen Hinterzimmern, wo die Regelungen für die Konzessionen ausgearbeitet werden, sondern transparent im Südtiroler Landtag. Dankeschön. Danke.